Wie der klassische Pullerverschluss genäht wird, zeigen wir euch in diesem Film. Dazu braucht ihr eine Nähnadel, einen Heftfaden, Nähgarn, ein Handmaß, Kreide, einen Trickmarker, drei Flieselinestreifen, zwei Blendenteile, vier Knöpfe, ein Stoffteil, eine Schere und Stecknadeln. Wir beginnen damit, uns in unserem Stoffteil unseren Schlitz einzuzeichnen. Unsere ist jetzt 23 cm lang und 2 cm breit. Dann heften wir uns diese Querlinie durch, dass wir die dann auf der rechten Stoffseite auch sehen können. Wenn wir das haben, kommt der kleine Flieselinestreifen. Der wird jetzt über den gehefteten Faden und über die Querlinie gelegt, so mittig. Das wird jetzt dann aufgebügelt, so ist dann das untere Teil gut verstärkt. Bei den Blendenteilen kommen die langen Flieselinestreifen drauf. Die sind genau halb so breit wie die Blende, werden auch aufgebügelt. Jetzt haben wir ja unseren Flieselinestreifen aufgebügelt. Jetzt sieht man unsere Markierung nicht mehr so gut. Das können wir jetzt nochmal mit der Kreide nachzeichnen. Es ist sehr wichtig, hier genau zu arbeiten und sich alles gut zu markieren, damit der Schlitz dann ganz akkurat wird. Jetzt zeichnen wir uns auch noch die Mittellinie an. Das ist dann die Einschneidelinie. Die ist halt genau bei einem Zentimeter. Am unteren Teil auf der Einlage kann man das dann wieder mit der Kreide machen, weil da sieht man den Trickmarker nicht. Und damit wir uns diese Linie jetzt auch auf die rechte Stoffseite übertragen, heften wir uns die wieder. Jetzt legen wir uns unsere Blendenteile rechts auf die gehefteten Linien. Der Flieselinestreifen von dem Blendenteil liegt in der Mitte. Unten ist es 1 cm Nahtzugabe von dem Querheftfaden. Da stecken wir uns auch eine Nadel ein. Wir müssen exakt bis hierhin dann nähen, nicht weiter. Stecken wir jetzt ein paar Quernadeln. Dann kommt das zweite genauso drauf. Die müssen wir exakt gleich die Nadel setzen, auf gleicher Höhe. Wir müssen jetzt dann 1 cm von der Kante entfernt nähen. Das zeichnen wir uns noch mit ein bisschen Kreide an. Wie gesagt, es muss sehr exakt gearbeitet werden. Und jetzt geht's an die Nähmaschine. Anfang und Ende vernähen. Wir haben das jetzt genäht, dann können wir nochmal von der Rückseite kontrollieren, ob wir genau gleich lang sind. Hier sind wir genau auf der gleichen Linie. Dann können wir uns unseren Heftfaden entfernen und schneiden uns an der Linie, wo jetzt der Heftfaden war, schneiden wir ein. Und hier schneiden wir die Ecken ein. Nun aufpassen, dass ihr die Blende nicht mitschneidet, also nur das Stoffteil. Und das auch auf der anderen Seite. Erstmal bügeln wir über die Naht drüber, dass es wieder schön flach liegt alles. Da müssen wir jetzt die Nahtzugabe in die Blende bügeln und nicht ins Nähgut. Legen es uns hier so auf. Die zweite Kante der Blende, die bügeln wir jetzt bei einem Zentimeter um. Das kann man auch immer mit dem Handmaß nochmal kontrollieren. Das machen wir dann auch auf der zweiten Seite. Es gibt jetzt zwei Möglichkeiten beim Poloschlitz oben beim Ausschnitt. Also man kann ja noch einen Kragen ansetzen an dem Poloschlitz, dann müsst ihr den Step, den ich jetzt mache, nicht machen. Oder wenn das Teil mit nur dem Poloschlitz endet, dann müsst ihr das machen. Also wir verstürzen uns oben die obere Ausschnittkante, stecken die fest und dann nähen wir jetzt bei einem Zentimeter. Haben wir das jetzt genäht, dann schneiden wir uns die Ecken ab. Dann können wir es umdrehen. Seht ihr, so ist es oben dann schön versäubert, wenn jetzt hier kein Kragen mehr dran ist. Wenn ihr es mit Kragen näht, dann einfach diesen Step oder diese Naht eben nicht machen. Hier legt sich jetzt schon quasi unser nächster Step. Jetzt müssen wir uns die eingebügelte Kante, also diese 1 cm von der Blende, auf die Naht legen und feststecken. Haben wir uns die beiden Seiten gesteckt, dann heften wir uns diese Linie noch.
Wir steppen uns jetzt die soeben geheftete Linie von rechts knappkantig ab. Jetzt können wir uns die Heftfäden wieder entfernen. Auf die rechte Blende zeichnen wir uns jetzt unsere Knopflöcher ein. Das erste ist 1,5 cm vom Ausschnitt entfernt und das unterste ist 4,5 cm von der noch offenen Kante entfernt. Also hier haben wir ja noch nicht versäubert. Das erste Knopfloch ist jetzt vom unteren Knopfloch 16 cm entfernt und wir wollen ja noch zwei Knopflöcher unterbringen. Das heißt, wir müssen es durch drei teilen und dann ist es immer bei 5,3. Das sind ja jetzt meine ganzen Knopflochanfänge. Jetzt muss ich mir noch errechnen, wie lang das Knopfloch ist. Also hier ist mein Knopf. Mein Knopf ist 1 cm und dann gebe ich noch so 3 mm dran, also so 1,3 cm. Ich zeichne es mir mit der Kreide an. Dann sitzt der Knopf ja genau in der Mitte der Blende. Die Blende ist 2 cm, also genau bei einem Zentimeter. Wer möchte, kann sich jetzt auch die Nadel durch die Kreide, also erst mit der Kreide so ein bisschen anzeichnen. Und dann kann man auch die Nadel wegmachen. Dann nähen wir die Knopflöcher. Sind die Knopflöcher jetzt in der Blende, schließen wir die untere Naht. Dazu liegt erst die Blende mit den Knopflöchern und dann kommt die zweite Blende rüber. Dann müssen wir uns diesen Spitz noch nach innen holen. Dann die Blende ohne Knopflöcher liegt drüber. Dann fasse ich das alles, ziehe es mir mal so hoch und dann stecke ich mir mal eine Nadel. Dann kann ich das mal aufklappen und schauen, wie es so aussieht, ob es gerade ist. Hier haben wir ja auch noch die Heftfäden vom Anfang. Ist ganz gut auch zur Kontrolle. Und jetzt können wir diese Naht schließen. Wenn wir das genäht haben, dann können wir es mal kurz umklappen und schauen, ob alles gut ist. Das sitzt ganz gut. Dann können wir uns auch eigentlich diesen Heftfaden entfernen. Und dieses kleine Eck kann man dann noch mit dem Zickzackstich oder mit der Overlock versäubern. Wir machen es heute mal mit dem Zickzackstich. Wir schneiden uns jetzt noch die Knopflöcher auf. Ich steche mir jetzt immer am obersten Ende eine Nadel ein. So habe ich gleich hier eine Markierung, wo der Knopf hinkommt. Oder man kann es natürlich auch ausmessen. Das sind dann die gleichen Maße wie die Anfangspunkte von den Knopflöchern. Und fertig ist der Pulloverschluss.